Willkommen zu einem neuen Englisch-Grundlagen-Video. Heute starten wir mit einem Ausflug in die Welt von when und when. Hört sich beides gleich an, wird aber unterschiedlich geschrieben. Und damit du in Zukunft keinen Fehler mehr beim Schreiben machst, gibt es jetzt die passende Auffrischung dazu. Also viel Spaß und ab geht's! Starten wir mit dem wenn, was mit e geschrieben wird. Wenn mit e bedeutet nichts anderes als dann, damals oder danach. Zählt man nacheinander mehrere Aktionen und Taten auf, wie zum Beispiel er trank einen Kaffee, dann las er ein Buch, dann benutzt man then mit e. Auf Englisch könnte das so heißen. He drank a cup of coffee, then he read a book. Auch wenn man einen Zeitpunkt mit damals oder mit bis dahin ausdrücken will, nutzen wir das then mit e. Auf Englisch könnte ein Satz so lauten. They have not talked since then. Gut, jetzt müssen wir noch klären, wann man das when mit a nutzt. Ganz einfach, immer wenn du etwas vergleichen willst, zum Beispiel Größen, Preise, die Anzahl an Englischbüchern oder sowas, dann drückst du mit when mit a das als aus. Also zum Beispiel bigger than, richer than, more English books than und so weiter. Klar, bei so einem Video dürfen natürlich nicht ein paar Übungssätze fehlen, wo du mal abchecken kannst, ob du das nun verstanden hast. Pausiere kurz an dieser Stelle, überlege dir die Lösung und dann vergleichen wir das Ganze zusammen. Also, los geht's. Satz Nummer 1. Ich esse, dann gucke ich Fernsehen und dann treffe ich einen Freund. Auf Englisch lautet der Satz also so. I eat, then I watch TV, then I meet a friend. Hier benötigen wir das then mit e, weil wir dann ausdrücken wollen. Wir haben also eine Aufzählung von mehreren Tätigkeiten und das wird dann mit dann ausgedrückt. Und damit kommen wir zu Satz Nummer 2. Dein Fahrrad ist nämlich neuer als meins. Auf Englisch heißt das Your bike is newer than mine. Hier brauchen wir das then mit a, da wir einen Vergleich anstellen zwischen deinem und meinem Fahrrad. Und damit kommen wir zu Satz Nummer 3. Ist Deutschland größer als Frankreich? Auf Englisch? Is Germany bigger than France? Auch hier benötigen wir wieder das then mit a, da auch hier ein Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich angestrebt wird. Und zu guter Letzt kommen wir zu Satz Nummer 4, sozusagen der Bonussatz. Auf Deutsch, wenn du das Flugzeug verpasst, musst du die Bahn nehmen. Wie könnte man das auf Englisch ausdrücken? If you miss the plane, then you will have to take the train. Hier brauchen wir wieder das then mit e. Also das dann, weil wir eine Abfolge von Handlungen bzw. eine logische Schlussfolgerung ausdrücken. So, wir hoffen, dass dir dieser Unterschied nun klar geworden ist. Daumen hoch, abonnieren und Playlist antippen für mehr solche Grammatikvideos und schreib uns gerne mal in die Kommentare, was für Englischthemen dich noch interessieren. Also mach's gut, bis bald und ciao!